Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute kamen die nächsten Challenges raus. Ich hatte schon ein Video zu den zeitlich begrenzten Challenges gemacht. Könnt ihr gerne auschecken. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Checkt gerne aus. Und falls euch die Videos gefallen, würde ich mich über ein Abo freuen. Und jetzt kommen allerdings die bunte Ballerei bzw. im Englischen Spray and Pray Mission dran. Und dafür ist die erste Mission relativ easy in Junk Junction zu machen. Und zwar müsst ihr einen Schrottplatzkran ansprayen, irgendein Spraymotiv, egal welches. Müsst ihr einfach da drauf packen. Auf diesen Schrottplatzkran, der im Westen von Junk Junction liegt. Hier auf dem einen Teil darauf einfach ansprayen und dann habt ihr das Ganze schon. Als nächstes müsst ihr dann auch noch ein Verkaufsautomat ansprayen. Findet ihr auch ganz easy in Junk Junction. Falls es in Junk Junction kein Verkaufsautomat gibt, gibt es auch noch in ganz, ganz vielen anderen Städten ein Sprayautomat. Zum Beispiel gibt es ja auch noch vor The Block hier im Süden beim Reboot Van auch noch einen weiteren Verkaufsautomaten, den ihr benutzen könnt. Beziehungsweise ansprayen müsst. Dafür dürft ihr natürlich sie nicht als erst verwenden. Sonst geht das ganz natürlich nicht und es gibt auch noch in ziemlich vielen anderen Städten, wie zum Beispiel der Pleasant Park bei der Tankstelle, noch weitere Automaten. Dann als nächstes müsst ihr auch noch einen Brunnen ansprayen. Der ist zu finden hier in Mega Mall, also wirklich bei der Mall selbst. Nicht bei den ganzen Häusern hier vorne, einfach ansprayen. Alternativ, falls der nicht funktioniert, könnt ihr auch noch hier in Mega Mall selbst drin den Brunnen ansprayen. Natürlich müsst ihr das Ganze in normalen Runden machen. Dafür könnt ihr nicht Spiel wie so Creative benutzen. Das funktioniert natürlich nicht. Auf jeden Fall ist es so, immer wenn ihr eine Challenge abgeschlossen habt, wird hier nichts freigeschaltet. Das heißt, wenn ihr die erste abgeschlossen habt, könnt ihr auch schon die vierte machen. Drei sind am Anfang freigeschaltet. Die könnt euch sozusagen zwischen ihnen aussuchen, welche als erstes macht. Und es wird immer weiter freigeschaltet. Ich denke mal, sollte relativ easy ja, auf jeden Fall ziemlich easy sein. Und dann als nächstes muss man Tankstellen besuchen. Insgesamt 5 Stück. Ich denke mal, Tankstellen sollten relativ leicht auffindbar sein. Die erste ist hier zum Beispiel in Salty Springs, wo hier übrigens auch noch ein Verkaufsautomat ist. Einfach wieder ein Spray draufsetzen. Ich hatte mir versprochen, man muss sie nicht besuchen, sondern auch wieder besprayen. Wie auch schon alle anderen Aufgaben. Deshalb heißt sie auch Spray and Pray oder bunte Malerei, whatever. Auf jeden Fall ist hier die erste Tankstelle. Weitere Tankstellen gibt es zum Beispiel nochmal hier bei Pleasant Park. Da unten ist noch eine Tankstelle. Pleasant Park oben drin ist noch eine Tankstelle. Dort genau. Des Weiteren gibt es noch hier unten eine Tankstelle. Dort neben Jerusalem, wie auch immer ihr das nennen wollt. Hier in Paradise Palms ist auch noch eine Tankstelle. Ja, es gibt noch viele weitere Tankstellen, die sind wirklich überall auf der Karte verteilt. Denk mal, sollte nicht allzu schwierig sein und sollte definitiv machbar sein. Als nächstes müsst ihr dann verlorene Spraycans, also so Sprühdosen finden, die überall verteilt sind. Hier sind ja auch überall diese Graffitis aufgezeichnet. Ich weiß gar nicht, ob die dann immer noch auftauchen, aber auf jeden Fall ist hier die erste Spraycan, die ihr suchen müsst. Die nächste Dose ist zu finden hier unter Paradise Palms, hier in der Nähe des Steins. Hier bei diesem kleinen Schrottplatz an der Ecke im Prinzip, die am nächsten am Wasser ist. Hier auf der, ja im Prinzip neben der Hütte, unter der Hütte, könnt ihr das auf jeden Fall finden. Das nächste Spray ist hier an der Ecke und die Spraydose liegt dann hier neben dem ein Zelt, das ich hier zerstört habe. Also hier liegt es dann, da wo man suchen drücken kann. Ist lustig, dass man das überhaupt hier... hier ist auf jeden Fall die nächste Spraydose neben dem Dance Club auf der Seite des Berges. Hier unten bei dem ein Zelt, das hier steht, könnt ihr das auf jeden Fall finden. Weitere Spraydosen sind noch zum Beispiel zu finden... da werde ich jetzt nicht nochmal extra hingehen. Bei Junk Junction. Hallo? Kann ich da oben bitte hinscrollen? Hallo? Da hinten auf jeden Fall an der oberen Ecke von Junk Junction. Außerdem in Shifty Shafts gibt es noch eine Spraydose.
die man suchen kann in dem Camp, in den Stollen hier unten drin. Kann ich reinzoomen vernünftig? Ja, da unten auf jeden Fall ungefähr auf der Stelle könnt ihr das finden. Des Weiteren noch am gefrorenen Wasserfall in der Nähe eines Baumes. Das ist da unten an der Ecke. Als nächstes noch an der Heldenvilla unten im Flugzeugbereich. Da hinten drin. Dann gibt es noch im South East of Volcano, also unten im Südosten vom Vulkan. Müsste es nicht Südwesten sein, egal. Auf jeden Fall unten im Tunnel drin. Da hinten drin. Dann als letztes noch bei der Mine hier oben, da bei dem Regenschirm, da innen drin, ist das auf jeden Fall zu finden. Als nächstes musst du noch 3000 Damage mit einer Minigun gegen Gebäude machen, also gegen Gebäude, die von Gegnern erstellt wurden. Ich denke mal, wenn man eine Minigun hat, da ein bisschen raufsprayt, sollte es relativ easy möglich sein. Als nächstes muss man dann noch drei Gegner mit einer SMG killen, also wieder mit einer Maschinenpistole killen, aus weniger als 15 Meter. Ich denke, damit, wenn man mit der SMG kämpft, sollte das eigentlich fast immer möglich sein. Als nächstes musst du noch Kisten in Tilted Town suchen. Also in Tilted Town müsst ihr einfach nur die Kisten durchsuchen. Denke ich mal, sollte auch relativ selbstverständlich sein. Einfach in die Häuser reingehen, ein bisschen durchlooten und dann solltet ihr das Ganze auf jeden Fall haben. Und dann waren das alle normalen Herausforderungen. Und dann schaltet man ja, wenn man alle abgeschlossen hat. Wichtig ist, dass man wirklich jeder einzelne von denen abschließt. Von den normalen Herausforderungen. Dann schaltet man Prestige-Missionen frei. Und dann muss man als nächstes wieder mit einer SMG zwei Kills in einem Game machen. Als nächstes muss man fünf Kisten in Containern finden mit Fenstern. Das Ganze könnte eventuell etwas schwieriger sein, muss man allerdings nicht in einem Match machen. Fundorte dafür sind zum Beispiel, ich glaube, an fast jedem Container, wo eine Kiste eigentlich drin ist, also zum Beispiel hier in das hier, sind ja Container da an der einen Ecke. Genau, da oben sieht man auch schon Fenster, dann wieder Fenster, die nur aufgesprayt sind. Da oben muss man einfach durchlooten. Ich denke mal, Junk Junction eventuell sind noch Container. Ja, eigentlich überall, wo es Container gibt, müsste es auch geben. Ich weiß gar nicht, da unten sicherlich auch am Dance Club. Es gibt eine Menge Container mit Fenstern. Ich glaube, eigentlich fast jeder Container mit einer Kiste drin hat ein Fenster auch dran. Also sollte relativ gut möglich sein. Als nächstes muss man Cars oder Trucks in verschiedenen benannten Orten finden, sprühen. Dazu zählen dann auch später noch Moise Meyer, die dann ja hinzukommen werden. Dazu habe ich schon Videos gemacht. Da war ja auch schon eine Challenge League drin. Auf jeden Fall, ich denke mal, in jeder Stadt sollten irgendwo schon Autos oder Trucks sein. Dann müsst ihr einfach hier einmal mit dem Spray raufgehen, natürlich richtig zielen. So habt ihr besprayt. Sechs verschiedene Locations müsst ihr nicht in einem Match machen. Und wenn ihr dann eine der Sachen abgeschlossen habt, müsst ihr zwei Driftbots finden. Was für Driftbots? Solche Werbetafeln müsst ihr besuchen, glaube ich, nur. Ja, denke ich mal, dass das. Ihr müsst auch in einem Match machen, by the way. Hatte ich vergessen zu sagen. Auf jeden Fall ist das eine hier neben in einem Berg. Hier am Anfang der Schneeregion. Dort vorne. Hilfe, mein Driftboard. So. Auf jeden Fall hier an der einen Seite ist das Ganze zu finden. Einmal hier oben an dem Board ist hier das GG-Spray dran. Die musst du dann einfach nur besuchen. Der zweite ist. Warte, ich guck kurz nach und dann zeige ich euch, wo das Ganze zu finden ist. So, das zweite besprühte der Plakat hier im Prinzip ist bei Shift Shafts wieder neben dem
Neustartbus an der Seite, wo auch die Häuser sind, könnt ihr es einfach finden. Ich glaube, das sind die leichtesten zwei, die es so gibt. Es gibt natürlich noch, oder wahrscheinlich gibt es noch viele weitere, aber ich denke mal, das sind die beiden leichtesten. Als nächstes müsst ihr 500 Schaden an Gegnern mit einer Minigun machen. Muss ihr eben halt erstmal eine Minigun finden, dann sollte es eventuell gehen. Da muss dann 5 Gegner killen mit einer SMG aus weniger als 5 Metern. Er könnte etwas schwieriger eventuell, oder wobei, ist jetzt auch nicht allzu schwierig da, oder vielleicht ein bisschen länger. Dann muss man 5 Gegner in Tilted eliminieren. Jedoch das Ganze nicht mit einem normalen Skin, sondern mit Tilted-Technik, den man, glaube ich, auf Stufe 19 oder so freischaltet. Ich weiß nicht ganz genau, ich zeige euch den Skin noch einmal ganz kurz. Aber auf jeden Fall, hier genau, 23. Stufe 23 müsst ihr einfach in Tilted Town wieder Gegner eliminieren und dann habt ihr das ganz geschafft. Das waren alles, alle Challenges sind immer ziemlich viele. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und ein Like da. Und ich würde mich auch über Feedback in den Kommentaren freuen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.